Ja, das staunt er, gell? Guten Morgen. Ja, es geschehen ja Zeichen und Wunder. Aus aktuellem Anlass mal wieder ein Auf-Eating, weil ich schon lange keins mehr gemacht habe. Und da es früher Morgen ist, gibt es Spiegeleier mit Schinken. Und ein aktueller Anlass. Denn, ich weiß, ich habe dieses Thema schon öfters aufgegriffen, weil es immer wieder Vollidioten gibt, die es einfach nicht begreifen. Ich habe gegen konstruktive Kritik ja nichts einzuwenden. Ich lese das öfters unter meinen Kommentaren, wenn ich Kommentare gelöscht habe, dass irgendjemand drunter schreibt, weil er sauer ist, weil ich seinen Kommentar gelöscht habe. Er würde mich anzeigen, weil ich gegen das Gesetz verstoße, weil ich seine Kommentare lösche und damit zensiere. Ja. Ist sogar mal gestanden, es würde gegen das Grundgesetz verstoßen, sogar mal gestanden. Und so einen dummen Scheiß kann ja nur ein Kind schreiben, was im Kopf keine Ahnung hat. Ja, unreif, ungebildet. Dieser Satz im Grundgesetz, eine Zensur wird nicht ausgeführt. Oder irgendwie sowas heißt es, ne? Eine Zensur findet nicht statt, heißt es, glaube ich. Ja, also Meinungsfreiheitsgesetz. Irgendwo steht, eine Zensur findet nicht statt. Bezieht sich ausschließlich auf den Staat. Ich will euch da mal aufklären. Dieses eine Zensur findet nicht statt, bezieht sich ausschließlich auf den Staat. Ja, ausschließlich. Mit Sicherheit nicht auf einen privaten YouTube-Account. Ja. Unglaublich. Jetzt habe ich schon extra ein Video vorgeschaltet, wo steht, dass ich nicht verantwortlich bin, wenn irgendjemand meinen Scheiß nachmacht. Soll ich jetzt noch ein Video vorschalten, wo steht, hallo Leute, das ist mein Kanal, ich darf hier löschen, was ich will? Das kann nicht wahr sein. Das kann ja nicht wahr sein. Ich muss mir jetzt mal ein Beispiel ausdenken, was ihr mit dem IQ von 80 auch versteht. Mal gucken, ob ich mein Niveau so weit runterschrauben kann, dass ihr mir folgen könnt. Wenn ihr zu Hause seid. Ne, da fällt mir jetzt gar nichts so ein. Es ist auch noch früh am Morgen, was man da jetzt vergleichen könnte. Auf jeden Fall ist es keine Zensur, wenn ich euren Mist aus meinem Kommentarfunktion, aus meinem Kommentarfeld fernhalte. Ja, das ist mein gutes Recht. Und sicher ist es euch aufgefallen, dass Kommentare von euch Spasten nirgendwo unter meinen Videos steht. Weil ich nämlich noch Zeit und Muße habe, meine Kommentare freizuschalten. Ja? Und diese Muße, die gönne ich mir auch. Ja. Und zwar aus gutem Recht. Weil ich euch Horste nämlich nicht hier haben will. Ja? Versteht ihr? Und deswegen werde ich weiterhin auch eure Kommentare löschen und eure Accounts sperren. Ganz einfache Regel. Mein Gott, das sage ich bestimmt schon zum 10. Mal, oder? In den letzten 10 Jahren.
mein Account, meine Regeln. Was soll das? Ist doch klar. Mein Account, meine Regeln. Ui. Boah, ich liebe Spiegeleier. Ja, deswegen bemüht euch gar nicht erst. Ja. Der Einzige, der eure Kommentare liest, bin ich. Und die gehen mir völlig am Arsch vorbei. Ja. Mich kann nicht jeder lieben, gell, Toni? Ja, und ich kriege hin und wieder auch mal wieder Kommentare wie lösch dich oder sowas, weil ich mich anfangs sehr negativ über Corona geäußert habe. Ich äußere mich immer noch sehr negativ über Corona. Ich finde es immer noch völlig übertrieben und finde es immer noch absurd, was da gerade in Deutschland passiert. Völlig absurd. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass es besser gewesen wäre, den schwedischen Weg zu gehen, anstatt 1 Billion Euro wegzuhauen. Aber da muss man inzwischen ja auch aufpassen, was man sagt, weil die eben zitierte Meinungsfreiheit und dieses eine Zensur findet nicht statt, ist nämlich gerade ein bisschen ausgehebelt von der Regierung. Weil auch auf YouTube viele Videos gelöscht wurden, die nicht nur Verschwörungstheorien enthalten, was ja eigentlich auch unter die Meinungsfreiheit zählt, sondern auch ganz normale, sachliche Corona-Videos wurden auch schon gelöscht. Es wurden auch schon Leute in die Klapsmühle gesperrt. Gut, sie hat wirres Zeug geredet, das gebe ich ja zu. Sie hat schon sehr wirres Zeug geredet. Ich bin immer noch der Meinung, dass das alles völlig übertrieben ist. Trotzdem ich in der Risikogruppe bin und sich jetzt zu Hause auch noch was ereignet hat, worüber ich jetzt nicht reden werde. Also ich habe noch ein Familienmitglied in der Risikogruppe. Und wir das auf keinen Fall kriegen dürfen in der Familie. Aber das steht auf einem anderen Blatt, weil ich doch der Meinung bin, dass man sich da schützen kann. Und auch diese Diskussion über die Atemmaske. Übrigens dürft ihr, wenn ihr die Dinger selber herstellt, nicht Atemschutzmaske schreiben, weil bei diesem Wort Schutz verstößt ihr gegen das Gesetz und könnt abgemahnt werden. Ja, das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Ja, ihr dürft, wenn ihr selber Atemschutzmasken näht und die irgendwo anbietet bei eBay oder so, dürft ihr nicht Atemschutzmaske schreiben. Ja, sondern Mund-Nase-Maske. Oder einfach nur Atemmaske. Denn mit dem Wort Schutz suggeriert ihr, dass die Maske schützt. Und da gab es tatsächlich Abmahnungen. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist unfassbar, dass diese Anwälte nicht mal davor Halt machen. Ja? Unglaublich. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja auch noch der Meinung, dass wenn jeder eine Maske auf hätte, und ich habe einen Arzt in meinem Freundschaftskreis, auch ein schönes Wort, ich habe einen Arzt in meinem Freundschaftskreis, der mir 2014 das Leben gerettet hat, der auch der Meinung ist, wenn beide eine Maske tragen, sinkt das Risiko, sich anzustecken, auf null. Und der Meinung bin ich auch. Ja, der Meinung bin ich auch. Und ich bin aber immer noch der Meinung, und da habe ich letztens erst angehört, die Möglichkeit, sich anzustecken, liegt inzwischen bei unter 1%, dass wir langsam auch damit aufhören könnten. Ja. Naja, gut. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Ich habe jetzt mit Mühe nur die 10 Minuten voll gequatscht. Da könnt ihr mich wieder flamen unter meinem Video, ja, dass ich die letzten 3 Minuten nur Blödsinn erzählt habe. Aber das ist ja so. Ja. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Passt auf euch auf. Ich schreibe mein 17. Buch.
Ich habe ja Zeit, ich bin zu Hause, meine Frau ist zu Hause, mein Kind ist zu Hause, die sehe ich bloß nie. Die sehe ich nur zum Essen und wenn es WLAN ausfällt. Und wenn was ist, schreib's drunter. Ja. Wenn was ist, schreibt's halt drunter. Und tschüss.